herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seit langem sind wir mal wieder bei der Firma NG. Hi. Hallo. Tim ist am Start. Ja. Es geht mittlerweile so langsam mit unserem Projekt wieder weiter. Ich weiß, aktuell kleine Durststrecke und ihr wünscht euch wieder Schrauber-Content und alten technischen Content. Deswegen freut es mich auch, dass Tim wieder am Start ist. Eigentlich, ich formuliere das jetzt mal so ganz vorsichtig, hatte Tim eigentlich nicht so Bock auf einen 12-Ventiler VR-Kopf, wollte lieber geilen neuen Scheiß machen, verstehe ich auch vollkommen. Aber ihr habt euch gewünscht, dass wir gerne auch wieder so back to the roots so ein bisschen wirklich zeigen, was kaputt ist, was man machen kann, was man heile machen kann und so weiter. Und so langsam geht die Heilsituation auch voran, habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Deswegen müssen wir jetzt die Projekte vorbereiten, dass es dann demnächst auch mit der Schrauberei wieder losgeht. Das heißt, wir haben einmal mit den Kopf von Marius. Das Auto steht wirklich seit dem Defekt unberührt da. Kopf steht auch seit dem Defekt fast unberührt da, nicht ganz. Da baue ich ein paar Teile hier und da, aber das sind die beiden Baustellen, die wir jetzt zur Sekunde haben. Ich würde sagen, wir fangen als allererstes mal mit VR an. Zum Kopf, das war eigentlich alles, was geht, ne? Ja. So, bin ich mir ziemlich sicher, dass, also wir werden es gleich sehen. Hier drunter müssten eigentlich auch diese roten... Müssten eigentlich Heatringe drunter sein, ja. Wir können auf jeden Fall mindestens das mal rausnehmen. Schauen uns mal an, wie das da drunter aussieht. So, jetzt ist halt die große Frage, ob rettbar oder nicht rettbar oder ob du sagst, lohnt sich einfach gar nicht beim VR-Kopf. Das Material, was hier drauf ist, fehlt das auch beim Kolben oder ist das alles das, was im Kopf ist? Der Kolben war gar nicht mehr so viel da, ehrlich gesagt. Also. Okay. Nee, also der Kolben war wirklich zur Hälfte weg. Okay. Das hat geknallt in der Entlüftung. Der Marius hat im Kotflügel den Entlüftungstank für die Entlüftung. Ja. Hat aus dem Tankraum, also wirklich Motorraum, -20 in Kotflügel. So ein Tank und aus diesem Tank mit einem 50er Schlauch in den Schweller quasi wieder die Entlüftung von dem Catch-Tank, ne? Und es hat so in den 50er Schlauch geknallt, dass die Schwellerabdeckung abgeflogen ist. Oh Gott, okay. Oh. Also wirklich, wirklich, ja. Wir wissen bis heute nicht final, woran es lag. Ich bleibe an der These, dass hier Sprit gefehlt hat. Ich glaube nicht, dass es ein Klingel- oder ein Klopfschaden ist. Zumindestens, also ja, es kann ein Klingel- oder ein Klopfschaden sein, aber dann ein Klingel- oder Klopfschaden, weil auf den beiden Zylindern was nicht gepasst hat. Mhm. So, ne? Weil dafür sehen die anderen Zylinder einfach noch, auch die anderen Kolben und so, das sieht alles gut aus. Sind wirklich nur genau die beiden. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie die Ringe tatsächlich aussehen. Weil wenn das muss vom Zeitraum her auf jeden Fall Heat gewesen sein, bin ich sehr sicher. Was würdest du generell jetzt so vom Schadensbild her sagen, wenn du es so siehst? So erster Eindruck beim Draufgucken? Temperatur. Mhm. Ganz fies Temperatur, würde ich sagen. Was krank ist, wir hatten hier so eine Kopfdichtung mit so einem Ring, der sich da reinbeißt. Ja. Also das ist ein Ring, der geht im Block in die Nut und hier rein. Ja. Und 0,0 durchgepfiffen. Ja, obwohl, das habe ich eben schon gedacht. Obwohl hier die Hölle drin los war. Wenn man sich das anguckt. Wenn man sich überlegt, was abrupt, in dem Moment hier los war und trotzdem, also das war, das muss krasses Zeug sein. Ja. Also das war wirklich, ich vermute mal auch, dass es deswegen so krass dann in die Entlüftung geknallt hat, weil da oben alles dicht war und es wirklich der Punkt kam, wo der Kolben durch war und dann hat es halt da so reingeknallt, ne? Ja, wollen wir mal zwei rausnehmen oder so? Oder einen? Mal gucken? Aber so auf Anhieb irgendwie, keine Ahnung, das kann so ein Schaden, aber falsch, wenn ein Auslassventil ein bisschen Ärger gemacht hätte, als Beispiel, weil irgendwie der Sitz irgendwie eingefallen ist, war nicht mehr dicht, fängt an zu glühen, dann hast du ja nicht zwei Zylinder im Arsch, ne? Nein, und ich kenne das auch von den Sitzen selber nicht, deswegen finde ich das, wenn es gleich so sein sollte, dass das die Heat-Ringe waren, dann habe ich noch nie jemanden gesehen, der es geschafft hat, die Ringe so zu zerstören. Also ich sage immer relativ selbstbewusst, wenn ich mit Kunden darüber spreche, das Material kriegt ihr nicht klein. Das wäre tatsächlich der schlimmste Fall, den ich bis jetzt überhaupt jemals gesehen habe. Und dafür brauchst du so viel Temperatur. Das ist die nächste Sache. Wir messen jeden Zylinder im Auslass hier die Temperatur.
Und an der Stelle gemessen, also wir messen wirklich direkt im Auslass, waren es auf dem Zylinder, auf den beiden Zylindern gerade mal so 70 Grad mehr. Kann natürlich sein, dass auf dem kurzen Wege schon 70 Grad wirklich Welten sind, aber es war jetzt nicht so, dass man hier irgendwie, ich habe ja schon Limo-Motoren gehabt, wo ich mal so 1100 Grad oder so gemessen habe, ne? Das war nicht so... Wie lange ging das Spiel denn, wisst ihr nicht? Doch, das Spiel wird nur diesen einen Lauf so gegangen sein. Weil sonst, du siehst ja, mit Kerze weg ist ja, merkst du es sofort, wenn du vom Gas gehst. Das heißt, wir reden davon, das war dritte, vierte Gang. Dritte noch nicht, wahrscheinlich nur vierte und fünfte. Mhm. Also das waren wirklich nur ein paar Sekunden, ne? Deswegen, weiß ich nicht, bin ich immer noch mit der These, dass wir tatsächlich ein Schrittproblem hatten. Also wir gehen so rein und in der Mitte raus. Ja. Und dass halt die Zylinder, die in der Mitte dranhängen, also die noch am besten aussehen und die von der einen Seite an der Mitte hängen, dann dementsprechend. Ja, aber dafür ist, ja, können sein, aber dafür ist der ja wirklich, guck mal, der ist ja... Taco, ne? Komplett Taco. Ja. Der sieht ja wirklich aus wie der äußere. Wie alle, ja. So, deswegen bin ich auch der Meinung, dass das von der Seite der Sprit kam, dann das Problem war. Deswegen auch der am schlimmsten, weil der direkt am Rücklauf dran ist. Mhm. Hier auf der Seite wird die Pumpe noch, das war auch die Pumpe von der Seite, die weiter hinten im Tank sitzt. Okay. Also wo es, wenn dann eher weg, weiter vorne. Ja. In vorne, wo es vielleicht wegschwappt. Aber bei den Preisen für einen VR-Kopf, Ja, der Kopf selber ist ja hierbei nicht das Problem, sondern das Sitzringmaterial, ne? Mhm. Das ist einfach das, was ja viel Geld kostet. Wenn man hier flach rüber guckt, sieht man natürlich auch, wie leider richtig Material fehlt, ne? Also großflächig. Das ist wirklich die Frage, ob man sich das antun will. Wir können ja mal reingucken. Also man müsste das auf jeden Fall alles schweißen. Ja, ja. Dann muss man ja wahrscheinlich auf jeden Fall den Sitzring auf jeden Fall. Aber wer weiß, ob man nicht die vier Sitzringe neu macht, ne? Und dann ist man ja schon bald wieder vier Sitzringe plus zweimal schweißen. Dann kannst du auch eher 12 Sitzringe neu machen, ne? Weil es sind ja zum Glück nur 12 Ventile. 12 Sitzringe, ne? Ja, und dann weißt du vielleicht eher auch wirklich, wo du bist, ne? Also auch was das Material unterm Ring bei der Temperatur angeht. Ja, okay. Ja, komm, wir ziehen einmal kurz Ventile raus, dann gucken wir weiter. Oh, geil, ich sehe gerade die Gravur wieder. Vorne drauf gemacht. Weil sonst muss ich wirklich sagen, ist dieser VR für mich bis heute einer der dankbarsten Motoren, die es gibt. Also mit Frontantrieb schon mal eh. Mit Frontantrieb eh, weil man gar nicht so dieses Moment immer auf dem Motor hat. Ja. Aber der Oma-Golf-Motor, wo ja 1:1 das gleiche Setup drauf ist, der ist wirklich... Ja, mindestens mal aufgeladen. Ich will ja nicht sagen, dass ich habe ja nichts gegen diesen Motor. Nur deswegen im Vorfeld, wir haben schon so oft über diese Thematik hier gesprochen. Es gibt ja auch Leute... Oh ja, stramm. Warte mal. Ich beneide dich aber immer wieder um diesen Tisch. Oh, den habe ich schon so lange. Ja, okay. Ich will nur mal so ein gewisses Gefühl dafür kriegen, wie die... Jo. Wie lange ist der gelaufen? Nicht lange. Echt nicht? Also ich glaube, wir könnten es eher in Minuten zählen als in Stunden. Krass. Also alleine jetzt vom Gefühl her, ne? Aber Keile in den Tellern. Wir machen aber auch 9000 Drehungen, ne? Muss man auch dazu sagen. Und die eigentlich von Start bis Ende. Das ist ja immer so ein bisschen Empfinden des Fahrers. Wenn ich Marius frage, hat er durchgedreht? Ich sehe natürlich im Log, wie stark er durchgedreht hat. Ja. So, aber es ist ja schon so ein bisschen Empfinden des Fahrers, ob es jetzt viel oder wenig war. So, und der hat definitiv einen Tucken zu viel in jedem Gang schon durchgedreht. Also der ist zu lange in der ganz hohen Drehzahl schon gefahren. Da hätte man ein bisschen weniger machen können. Das sieht man aber dann erst zu Hause, wenn man ein Video schneidet und dann doch mal mit Kopfhörern im Auto drin sitzt. Dann hört man das so ein bisschen raus. Ja, also da hätte man... Ich meine, jetzt ist Marius ja auch jemand mit Praxiserfahrung und Fahrkönnen etc. Aber ich finde es ja auch immer schwierig, nach so einem Lauf sich an alle Details erinnern zu können. Ne? Wann, welchen Gang, wie weit gedreht und... Ja, das hasst er an mir immer, weil ich kann mir das tatsächlich immer merken. So, finde ich faszinierend. So auch so Werte, die auf dem Display stehen und so weiter. Das ist in dem Fall, sagt er auch so, nee, ich habe nach vorne geguckt und war froh, dass das Auto so geil gerade ausfährt und so weiter. Ne? So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Gewalt. Da das Einlassventil, ich glaube, das sind keine Heatringe. Ich weiß es auch nicht mehr. Es kann auch sein, dass die Heatringe im Oma-Golf sind. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Weil, nochmal, ich hätte noch nie einen Heatring gesehen, der so aussieht wie der. Aber das heißt, du meinst echt, bei einem Heatring wäre das so, wäre dann trotzdem das Ventil so weit weggeschmolzen? Oder dadurch, dass der Sitzring dauerhaft seine Form gehalten hätte, wäre das Ventil jetzt gar nicht so heiß geworden? Ich glaube, das Ventil würde mir, also das Alu, was da jetzt irgendwo fehlt, das würde dir wahrscheinlich genauso fehlen wie sonst auch. Aber ich glaube nicht, dass das Ventil so aussehen würde. Mhm. Weil das Zeug ist ja, ich sag mal, Wärmeleitwert Faktor 5. Ich glaube nicht, dass das Ventil der ganze Kopf ich das wenn, die, wenn die Kerze im Brennraum gefallen wäre, das ganze Alu schon weg gewesen wäre. Ich hole mal gerade ein bisschen was zum Klopf. Ach, hab ich doch hier noch.
Siehst du das? Mhm. Das ist noch ein ganz normaler Stahlring gewesen. Dann haben wir das damals. Mal gucken, wie viel Gewalt wir brauchen. Oh, geil. Ach, krass. Guck mal, das war auch kurz vor Ventil ab, ne? Alter. Hat auch nicht mehr viel gefehlt. Kerl hier. Mhm. Ja, das ist dann halt irgendwann, hier sieht man es auch geil, wenn es dann irgendwann, wenn Ventil zu ist, da anfängt durchzuverbrennen, dann ist es halt wie ein Schaltbrenner, ne? Ich wollte gerade sagen, dann hast du den. Weil dann hast du dahinter richtig die Flamme, die da richtig anfängt, ne? Guck dir mal die Führung an. Die Führung ist auch weg. Ja, alles weggebrannt, ne? Auch hier komplett der Kanal da oben. Weißt du, wenn du von hier so hinten nach oben reinfilmst, sieht man, wie die. Ja. Okay, aber dann ist es ja, macht es ja noch weniger Sinn, den zu retten, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt nicht mal da die Heatringe damals reingekommen sind, dann. Außer für vorsichtig gesagt, für so einen leichten Low-Budget-Motor. für so ein Shitbox-Projekt. Würde ich trotzdem mit einem Serien. Ja, habe ich jetzt so oft bei YouTube gelesen. So, gerade bei den Amis mit Shitbox, so, ne? Ja. Das Wort musste einfach gerade fallen. Boah, nee, stell den die irgendwo hin, weiß ich nicht. Meinst du also, das Ventil, ich habe schon ein paar Mal solche Ventile gesehen, aber das gehört auch schon zu den besten jetzt hier. Mhm. Das ist schon. Das kannst du schon wirklich irgendwo also hinstellen. Das kann schon was. Ich habe so ein Ventil. Das so reingekaut ist, ne? Ich habe so ein Ventil von so einem Top-Fuel-Motor, so ein richtiger Nitro-Motor, der hochgegangen ist. Das sieht auch ungefähr genauso aus, Auslassventil. Weil man sieht ja sogar, wie die Verbrennung so hier durchbrennt, dass es gegen den Schaft gegen brennt und nach diesen Schaft wegschält. Und das war wirklich, also da fehlt nicht mehr viel bis ab. Ja, das fand ich auch eben schon spannend. Ja, und das ist auch definitiv ein Inconel, ne? Also ein Inconel-Ventil, ich war jetzt aufgrund der Sitzringe nicht sicher, was für eine Generation das wirklich gewesen ist, aber... Okay, also wir fassen zusammen... Natürlich könnte man es retten. Ja. Das heißt, auf jeden Fall die beiden Zylinder, die Führung neu. Wahrscheinlich, ne? Ja. Dann Sitzring neu. Mit Glück, anderen Sitzringe kann man mit Glück behalten. Aber selbst dann musst du es ja eigentlich hier schweißen, weil das wird ja mit der Kerze so auch nicht gut gehen. Nee. Du müsstest es, also ich bin ja sowieso dann Fan davon, das Laser zu schweißen, um da nicht so unnötig viel Wärme reinzubringen. Und dann geht da schon ein bisschen Zeit bei drauf, ne? Weil du hast ja wirklich Fläche, die du insgesamt auftragen musst. Und das dauert und damit kostet es. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob es, dafür ist der Kopf, weißt du? BMW S14 wäre jetzt völlig egal, wie er aussieht, der würde gerettet werden. Und wenn wir dafür 2000 Euro einen Brennraum voll auffüllen müssten, aber die Köpfe, das lohnt sich nicht. Ja, spannend zu sehen, aber... Okay, dann springen wir mal direkt rüber, weil Tim hat schon was vorbereitet hier. Das war ursprünglich eigentlich gar nicht geplant, dass der bei Marius so ins Auto reinkommt, sondern wie er an der Nummerierung sieht, 1 und 2. Wir haben natürlich immer mal ein paar Reserveköpfe am Start. Ja, so sieht das natürlich geil aus, ne? Das sind jetzt die anderen Sitzringe. Das ist das Heatmaterial. Genau. Und da sind wir ja auch, also mittlerweile bei Generation, interne Bezeichnung, Generation 3, weil wir natürlich ungern die Legierung rausgeben würden. Aber das ist jetzt schon, weiß nicht, das verwenden wir, glaube ich, seit 2 Jahren mittlerweile. Sündhaft teuer, aber deswegen war es sehr spannend. Ich halte es für unmöglich, dass mal eben, weiß ich nicht, ohne noch Lachgas etc. zusätzlich, dass so ein Heatring jemals so aussieht. Weil was man jetzt dazu sagen muss, ist, dass es tatsächlich so ist, dass wir bei Oma Golf das ja nicht hinbekommen haben. So, und der Motor im Oma Golf ist deutlich, deutlich schärfer, in Anführungsstrichen, programmiert. Ja. Wir waren auf dem Prüfstand, 1072 PS am Rad, an der Radnabe, als das, was Marius da gefahren ist. Mhm. So, ne? Nicht, dass eben das doch diese 5-10% waren, wo einfach der Sitzring die Hitze doch irgendwie besser abträgt und so weiter, ne? Weil wenn so ein Ventil anfängt zu glühen da drin, kann das dann so, ja klar, dann kann das schon so ein Schaden werden am Ende, ne? Ja. Okay. Ja, zu den Köpfen brauchen wir, glaube ich, nichts sagen, weil da haben wir schon jede Menge Zeug gesagt. Das war ja das, was ich meinte. Das hat, glaube ich, jeder schon sehr, sehr oft gesehen. Und aber sieht immer wieder geil aus. Ja, macht doch Spaß. Und auch wenn wir können ja hinten gleich mal dran langlaufen. Ich glaube, das können wir alles zeigen, was da so liegt. Das sieht immer wieder gut aus eigentlich, ne? Große Ventile, große Heatsitzringe, große Fräse und Golfball. Ja, alles. Kann man so zusammenfassen. Ja. Sagen. Ja, die Dichtflächen einmal sauber gefräst noch. Ventile haben wir tatsächlich, habe ich noch gefunden. Habe ich noch irgendwo welche, die müssen wir noch einmal sauber machen. Das ist auch super Tech. Ja. In groß.
Die könnte ich lange gefahren sein. Ja, ich würde sie trotzdem einmal abziehen, vorsichtshalber. Also einfach, weil wir es können und... Das heißt einmal schleifen. Einmal nachziehen, einmal nachschleifen, die Dichtfläche. Aber also, alleine schon geil, wie dieses Ventil da so drin sitzt. Ne? Ja, vor allem, das ist ja eigentlich gerade, wir haben ja das Gespräch angefangen, dass du eigentlich keine Lust hast auf das alte Zeug, was ich vollkommen verstehe. Das ist so ungefähr so, wie jetzt, wenn ich Nico sagen würde, du filmst jetzt Mandy, übertrieben gesagt, ne? Sondern es ist ja so, man will ja schon irgendwie neue Technik immer weitergehen. Und dieser nicht vorhandene Brennraum in dem Kopf zeigt ja schon, dass das eigentlich für den Motor einfach nur scheiße ist. So, Kurzfassung halt, ne? Deswegen, also wir machen ja auch immer mal wieder VR dann für Kunden, die das ganze Ding als Saugmotor betreiben wollen. Ja, das passiert tatsächlich. will ich ja auch nicht, aber der Motor ist halt grundsätzlich vom Konzept natürlich nicht gut dafür ausgelegt. Ne? Das ist kein gut konzeptionierter Saugmotor, der richtig geil Leistung erzeugt. Ne? Das funktioniert dann einfach nicht. Hast du mal Feedback bekommen, was so ein VR-Sauger, was der so kann, was der so kommt? Das Problem ist ja, dass das gesamte Ansaugsystem von dem VR einfach viel zu lang ist. Mhm. Also ich weiß, dass ja über die Jahre immer mal wieder eine Firma aufploppt, die sagt, wir machen eine Einzeldrossel, machen teilweise ja auch ganz clever den Längenausgleich direkt mit rein. Da muss ich aber gestehen, da habe ich noch nie jemanden gesehen, der auf Basis von so einer Längenausgleichs-Einzeldrossel-Klappenanlage wirklich einen guten Motor gebaut hat. Ich kriege das nur immer mit, dass im besten Fall mit einem Schaltsaugrohr oder so, irgendwas schrickmäßig, verwendet wird und trotzdem kriegst du so ein Ding halt niemals dazu, signifikant über 6.500, 6.700, 7.000 Umdrehungen Leistung zu machen. Ach krass, okay. Also das ist ja schon lange her. Wir haben ja früher hier auf dem Prüfstand auch tatsächlich viel gemessen und das war damals, werde ich deswegen nicht vergessen, eins so der ersten Projekte, VR6 Sauger und wir haben damals, glaube ich, 5 Nockenwellenprofile ausprobiert und haben halt gemerkt, dass bei 276 Grad eine hydraulische Welle 276 Grad so die absolute Schallmauer erreicht war. 280, 288, alles was darüber hinauskommt, kostet dich unten nur noch mehr Drehmoment und oben raus passiert nichts mehr. Mhm. Weil du einfach aufgrund der Resonanzfrequenz des gesamten Ansaugsystems kommst du nicht höher mit der Drehzahl. Deswegen. Das heißt, wenn man die Einzellose mit Längenausgleich machen würde, müsste man logischerweise auch nicht 6 gleiche Einzellose haben, sondern müsste schon 3 und 3 haben. 3 und 3. Die dann so verschoben sind. Die sehen total abgefahren aus. Also total spannend. Weil wir ja schon, was sind das, 90 mm oder so? Ja, wir haben damals ja auf das ist ja deswegen nicht böse sein, das ist ja Jahre her, dass wir das auf der Fließbank auch hatten. Und wir haben uns damals schon enorm viel Mühe gegeben, die Fließwerte kurz und lang jeweils gleich hinzubekommen. Das war teilweise gar nicht so ganz einfach. Aber letzten Endes ist es halt die Länge, die Frequenz, Schallgeschwindigkeit. Egal, ob die jetzt gleich fließen, du hast immer eine unterschiedliche Füllung. Und was würdest du sagen, ist tendenziell schlimmer, dass es nur ein Zwei-Ventiler ist oder dass es keinen Brennraum im Kopf hat? Zwei-Ventiler an sich schon mal, ne? Oder vier Ventile schon besser? Nee, ja. Dadurch, dass er keinen Brennraum hat, wir haben ja vorhin ganz kurz mal über Sitzringkonturen und sowas gesprochen und die einzelnen Winkel und dass man hier ja kaum die Möglichkeit hat, mit mehr als einem Winkel in den Brennraum, den es ja nicht gibt, rauszukommen. Wenn ich dir gleich mal andere Köpfe zeige, du würdest dich wundern, wie viel jetzt, gibt ja beide Extreme, entweder einen Brennraum, der das Ventil total umschließt und dadurch hinderlich ist, aber wie viel du durch das Ausleiten der Gase in den Brennraum und in den Zylinder tatsächlich an Strömung gewinnen kannst. Mhm. Ein Zwei-Ventil-Kopf ist ja vom Konzept her nicht unbedingt schlecht. Mhm. Klar sind das andere Querschnitte, aber viel schlechter ist eigentlich, dass man keinen Brennraum hat, der einem in irgendeiner Art und Weise geometrisch hilft. Das heißt, so wie wir gelernt haben auf der Flowbench, dass das Schlimmste, was man machen kann, einfach nur ein offenes Rohr ist von der Strömung her, ohne Trichter, ohne alles. Ja. So mehr oder weniger ähnlich hat man es hier logischerweise mit Ventil im Brennraum dann genauso. Genau. Weil es ja hier alles offen ist. Das heißt, die ganze Luft muss ja auch so hart um diese Kante rum. Mhm. Naja, also man kann ja hier nur wirklich versuchen, mit den paar Zehnteln, die hier sind, kann man ja noch sehen, mit einer Außenkorrektur einigermaßen reinzukommen. Aber auf den Millimeter, der jetzt hier ist, da kriege ich keine zwei Winkel oder so mehr unter, geschweige denn eine Strömung zustande. Ne? Ich weiß, wie wir auch schon mal drüber philosophiert haben, ob man nicht hier so eine komplette Brille reinsetzt und so, ne? Ja. Dass man so die Ventile ein bisschen tiefer setzt und da so richtig schön und so weiter, ne? Ja, aber nicht mehr auf dem alten VR-Bauernmotor, ne? Die Zeiten sind vorbei. okay, einfache Sache. Das heißt, in dem Fall einfach Kopf bestehendes einfach weitermachen, jetzt allerdings mit den
mit den Heatringen und dann ist das Ding auch safe, ne? Ja. Weil viel mehr kann man auch jetzt ohne exorbitanten Aufwand mit irgendwie Brennraum rein alles umgestalten auch gar nicht holen. Nee. Also ich denke, dass ihr generell, das hat ja jetzt nicht nur mit dem Kopf zu tun, sondern auch mit Erfahrung bei euch, Nockenwellenlader etc., mhm. Saugrohr, was da nicht alles dazugehört. Ich glaube, dass ihr für das alte Konzept, was es ja ist, tierisch weit gekommen seid. Also zumindest definitiv für die Ladergröße. Ja. Weil die Turbolader nach wie vor eigentlich immer noch viel zu klein sind. Also da wäre auch eigentlich der Schritt gewesen für Marius schon bei dem letzten Step einfach gleich einen Männerlader draufhängen. Und fertig, ja, das ist halt einfach so, wenn man einen Turbolader nimmt, der meinetwegen bis 900 PS angegeben ist, will aber 1200. Mhm. So, das ist ja eigentlich im Vorfeld schon klar. Das ist, mhm. also irgendwas denkt sich der Hersteller ja bei der Leistungsangabe schon immer, ne? Und auch wir können nicht irgendein Wunder drumherum bauen. So, ja. Und so ist es ja meistens so, ja. Ne? Man nimmt einen 1000 PS Lader und ist dann enttäuscht, dass er nur 1000 macht. Ja. Weil man denkt, 1200 geben bestimmt auch. So, das ist gerade beim VR, ist es glaube ich so, da gerade VR braucht Männerlader. Ja, so, Baustelle Nummer 2. Ist nicht ganz so wild, aber auch von der Technik her spannend. Fiat 500, meine kleine Taschenrakete, musste dieses Jahr unbedingt mal einmal Rennstrecke mitfahren, weil, sage ich dir, ist ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergessen wird. Das ist von euch der CNC-gefräste Kopf, den wir auch gefühlt vor, weiß ich nicht, wir machen mal eine Infokarte rein, da gibt's auch Video zu und so weiter. Ich würde sagen, vor 3 Jahren oder so gemacht haben, so in dem Dreh, so lange lag der jetzt bei mir schon wieder. Ich hätte gedacht, das ist wahrscheinlich noch länger, aber ja, mag nee, sein. So es lange. Aber es ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her, aus meiner Sicht zumindest. Ich hätte gedacht, seither hat sich echt viel getan, schon wieder. Dann sind da nachträglich, das war gar nicht so geplant, halt nochmal die größeren Auslassventile reingekommen. Mhm. Und ich musste ja höchst professionell mit meinen Fräskünsten die Kanäle hier anpassen auf die große Brücke. Mhm. Nach wie vor kann ich dir aber immer noch sagen, ich bin sowas von begeistert von diesem Motor. Das ist für mich immer noch, ich behaupte auch, das ist ein Motor, der als Sauger funktioniert. Definitiv. Also ist wirklich ein Auto, wo ich motortechnisch immer wieder begeistert bin. So, und so sieht man da jetzt mal ein bisschen den Unterschied. Ich musste am meisten gar nicht unbedingt nach unten rausholen, sondern nach oben haben die Brücke um das Einspritzventil so groß gemacht. Und da war unsere Erfahrung dann ja zum Schluss auf dem Prüfstand, dass wir uns definitiv, ich will nicht sagen mehr erhofft hatten, ist nicht korrekt. Weil wir haben deutlich mehr Leistung mit weniger Ladedruck geschafft, was man ja eigentlich so will. Aber der Motor, wir mussten 7, 8, 9 Grad mehr Zündung fahren. Mhm. Und der Motor war dementsprechend mehr so ein Viertelmeile-Motor. Mhm. So würde ich das jetzt mal nennen. Machst du hier einen großen Lader drauf, hat das Ding sofort 600, 700 PS. Mhm. Und wird das auch können, ohne Klopfen, ohne alles. Da ist dann jetzt hier die Frage, was machen wir? Retten wir den Kopf einfach? Sprich, zwei, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er komplett, also die Hoffnung nicht, dass er komplett kaputt ist, ich hatte die Hoffnung, dass er heile ist, dachte aber, er wäre komplett kaputt, aber das sieht ja tatsächlich auch sogar eigentlich nach fast 2 neuen Ventilen raus, rein und gib ihm, ne? Also mich stört halt die, ich sag mal, deine Beschreibung zum Ansprechverhalten und diesem Bedarf an extra Zündung. Und das, von daher würde ich gerne versuchen, von dieser, ich sag mal, geänderten Brennraumform wegzugehen, wieder Richtung Quetschkante zurück. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Ventile zu groß sind für das, was du damit vorhast, was, wie du ja beschrieben hast, die Verfügbarkeit der Ventile angeht. Das ist ja, ich sag mal, immer so das erste Kriterium, wo ich einem Kunden von abraten würde, auf gar keinen Fall irgendwelche Sonderanfertigungen fahren. Dir geht während der Saison was kaputt und dann stehst du da und kriegst einfach kein Material. Also sofern wir jetzt nichts bekommen in der Größe, würde ich sagen, muss man gezwungenermaßen auf der Seriengröße bleiben. Einlass war ja Serie sogar. Genau, oder Auslass, genau. Oder wir versuchen jetzt eine Alternative zu denen zu finden in der Größe. Ich halte die nicht für zu groß für das, was du machst. Nur das muss was sein, was wir heute bestellen können und innerhalb von einer Woche hier auf dem Tisch liegen haben. Also ich persönlich würde bei Serie bleiben. Weil bedingt dadurch, dass jetzt das erste Mal ein richtiger Krümmer und auch ein richtiger Lader draufkommt, wird die Thematik, glaube ich, eh nicht mehr so entscheidend sein, weil der Abgasgegendruck massiv runtergehen wird. Das heißt, für mich zählt, ich würde tatsächlich gerne hier ein Setup machen, was eher ansprechverhaltenmäßig Maß der Dinge ist. Weil der Lader wird eh genug Reserven haben, wenn ich Leistung fahren will, das zu machen, was er soll. Definitiv. Das heißt, da ist es eher so wie in so alten Formel-1-Zeiten oder in so alten Turbo-Zeiten, dass man eher gucken muss, dass der Motor auch nicht in diesem 100%-Bereich,
sondern halt auch mal nur mit einem war noch geil funktioniert. Mhm. Weißt du, weil wenn ich ehrlich bin, wir haben hier 427 PS gemacht, ich bin auf der Rennstrecke nie mehr als 330 gefahren. Mhm. Ist das ja schön, dass der so potent und cool war, so ungefähr, ne? Aber man hat es ja eh nicht genutzt. Natürlich ist es auch konträr dazu, noch einen größeren Turbolader drauf zu bauen. Das hat aber mehr Gründe, das seht ihr dann in dem Video, wenn es soweit ist, eher krümmerbedingt, weil ich halt eine andere Laderposition wählen wollte und so weiter. Mhm. Das war bisher nur ein Gusskrümmer. Also schwierig ist ja, wenn man jetzt die Anzahl der Variablen betrachtet. Also wir haben ja auch eben das gefräste Saugrohr davor gehabt, wo ich denke, da müssen wir auf jeden Fall auch versuchen, was zu verändern. Ich denke, wir vergleichbar vorher, nachher wird das gar nicht mehr sein, weil dafür einfach viel zu viel jetzt geändert wird. Bei dem Brennraum bin ich ziemlich sicher, dass wir ganz genau wissen, was wir tun müssen. Nach wie vor, wenn man so ein Ventil in der Größe kriegt, ich glaube, Ansprechverhalten etc. wird auch später über die Einlassseite. Hier sind ja jetzt so viele Sachen, Querschnittsprünge, ich sag mal Winkelsprünge im Ansaugsystem. Wenn man die hier rauskriegen würde, bei der vorhandenen Ventilgröße, da machst du schon einen Riesensprung nach vorne. Sowohl wahrscheinlich Leistung bei geringerem Drehmoment, als auch, dass das Ding viel, viel besser anspricht. Ne? Weil das wäre jetzt spannend, wenn wir das alles im CAD hätten. Wenn man das hochrechnen würde, wie der Querschnittsverlauf ist, ist das wahrscheinlich die absolute Hölle. Das heißt, du würdest dir wirklich auf dem Rechner gerne den Kanal angucken? Ja, also man kann ja beim Saugrohr, kann man ja vorne, ich glaube, den Sammler abnehmen. Und am liebsten würde ich das ganze Ding komplett... Fliege, wollen wir eine Fliege gerade. Wir reden hier die ganze Zeit über Brücke. Hier, meine schöne gefräste Brücke. Tim war kurz fassungslos, als er da reingeguckt hat, generell. Also die sieht zwar cool und toll aus, aber das Problem ist, die Kante hier, sagst du, und hier die Kante. Genau. Die haben halt, soll ich mal ein Blatt Papier holen? Dann kann das man das vielleicht... Das wäre geil. Kannst du ein bisschen Dann kann man ein bisschen zeichnen und das mal ein bisschen veranschaulichen. Also erstmal, wo wir eben die ganze Zeit drüber gesprochen haben, ist, hier ist eine Quetschkante. Quetschkante heißt, wenn der Kolben hat die Gegenkante dazu. Und wie beim Zweitakter früher ist das quasi ein Minimalspalt im Brennraum, so, der immer so um den 1 mm sein sollte, wie die Kopfdichtung stark ist. Und der wurde komplett sowohl auslass als auch einlassseitig komplett weggefräst, damit man halt auch mehr Volumen in den Brennraum reinkriegt. Somit ist die Verdichtung auch ein bisschen runtergegangen. Mhm. Hat auch seinen Soll und Zweck erfüllt, weil mehr Zündung ist auch gleich immer wieder weniger Abgastemperatur. Also für einen Motor, wo man richtig Leistung rausholen wollen würde, wäre das geil. Keine Frage, weil der hätte noch richtig Ladedruck vertragen. Ja, wenn du damit Viertelmeile fahren wollen würdest. Ja, genau. So, aber gerade bei einem Frontantriebauto zählt ja schon so ein bisschen so diese Spontanität aus den Ecken raus und so weiter. Kannst du ja fast hier in eure Zeichnung sogar im Hintergrund reinzeichnen. Ja. So, jetzt versuche ich das mal ungefähr. Also das ist ja jetzt der Verlauf, den wir aktuell haben. Das hier ist Zylinderkopf-Trennlinie. Mhm. Das ist dein Saugrohr, was ja vom Querschnitt erstmal gigantisch geil aussieht. Aber das ist noch nicht mal schlecht genug gezeichnet. Also du hast ja wirklich hier unten wie so ein Knie, kurz vor Eintritt in den Kopf, wo er den wirklich hier unten die Strömung massiv da hochlenkt. Hier oben wird es dir abreißen, also der wird hier massiv einschnüren. Und dann ist der Anschlusswinkel an den Kopf einfach auch völlig falsch. Also das heißt wirklich, das, was man hier reinguckt, diese Kante, die man hier sieht, das ist zwar schön alles gefräst und so weiter, aber da sagst du, wäre es eigentlich besser gewesen, wenn man weniger rausgefräst hätte. Ja, das müsste dort viel kleiner sein, geringerer Querschnitt. Also eher... Genau, so kann man es gut sehen, ne? So, wenn du da jetzt so reinfilmst, die offene Fläche hier unten drin, die muss eigentlich weg, weil es soll ja eigentlich gerade in den Kopf reinströmen. Ja. Und die tut gar nichts, außer dir Schaden, ne? In der Stelle. Also mit dem Querschnitt erzeugst du so vom Verlauf her nur Verwirbelung. So, und das gleiche hat man hier logischerweise, das kriegen wir jetzt nicht gefilmt, aber das hat man, wenn man hier um die Ecke geht, nochmal mindestens genauso stark. Gerade hier links, rechts um die Düse rum. Ich könnte mir vorstellen, dass man das sogar hier händisch nochmal bearbeitet kriegt, weil eigentlich noch genug Material da ist. Ja. Ne? Das hätte man nochmal so ein bisschen freistellen können. Okay, aber das heißt, du sagst idealerweise, also dass der Kanal so groß ist, ist gar nicht so das Problem, sondern... Nee. Ja, du musst es ja so sehen. Wenn du jetzt hier mal reinguckst, das ist das, was ich eben meinte mit Verlauf. Geh hier mal 35 mm rein in den Kopf. Das ist ja natürlich vom Querschnitt ein Riesensprung. Mhm. Also
Du hast den ja per Hand angeglichen. Ich würde es natürlich dann anders machen und würde versuchen, einen einigermaßen konstanten Verlauf hinzukriegen. Der ist hier vorne noch zu groß und da drinnen ist er dann dafür zu klein. Mhm. Ich würde versuchen, auf Basis des Saugrohrs den Sammler abnehmen, das ganze Ding in der Maschine auch mal davor schrauben, eintasten. Ich glaube, dann sieht das schon ziemlich lustig aus, wenn wir den diesen Knick da drinnen später in der Software sehen. Und dann einfach mal gucken, wie weit kommen wir. Vielleicht dann hier unten durch Aufschweißen, ein bisschen auffüllen das Ganze. Würdest du sagen, es gibt aber in dem Bereich einen Kanal, der zu groß ist, also der nachteilig ist, oder ist eher nur ein Kanal, der einfach nur schlecht geschaltet ist von Nachteil? Ja, beides ist schlecht. Ja, aber ja, also es ist ja grundsätzlich nur ein relativ geringer Unterschied. Jetzt werden gleich ganz viele kommentieren. Die Auslegung von einem Zylinderkopf für einen Saugmotor oder einen aufgeladenen Motor, Turbomotor, Kompressormotor, da gibt's natürlich überall so, zumindest meiner Meinung nach, gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Ein zu großer Kanal ist nie gut. Also beim Sauger ist es komplett tödlich, weil du dir damit einfach Strömungsgeschwindigkeit, Drehmoment komplett killst. Viele aufgeladene Motoren kommen damit so ein bisschen weg, weil der Lader halt die Arbeit tut und dann dafür sorgt, dass da trotzdem Füllung zustande kommt, ne? Aber das zu groß bezeichnet man auf welchen Querschnitt? Also wo eher im Bereich des Ventils oder davor oder generell? Also wo ist es jetzt so entscheidend? Du hast ja gewisse Bereiche, die ich sag mal für den Luftdurchsatz maßgeblich entscheidend sind. Und das ist natürlich viel weniger der Querschnitt hier vorne als das, was da hinten quasi dann folgt. Das ist ja viel relevanter. Und du würdest viel eher noch damit klarkommen, hier vorne relativ begrenzt zu sein und dafür da hinten quasi Querschnitt zu erzeugen. Hier ist es mehr oder weniger, weil du ja da durch das Teil gezwungen wurdest. Du hast ja einen Querschnitt gehabt, das hast du dir ja auch nicht ausgedacht. Ja, ja, ja. Du hast ja nur mit dem gearbeitet, was hier geliefert worden ist. Und das ist eigentlich unglücklich. Weil wenn ich hier so jetzt gerade nochmal reingucke in den Kanal, gerade so in den hinteren Bereich, gegenüber gemacht und dann hier Serie, das sind halt schon Welten. Ne? Also ja. Deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass dieser raue Kanal, dass der nur, dieser raue, kleine, kantige Kanal nur im Ansatz irgendwie besser funktionieren soll als gefräst halt. Was eigentlich sehr ausgeschlossen, ehrlich gesagt, oder? Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber der Querschnittsverlauf in dem Ding ist definitiv noch kein großes Problem. Mhm. Ja, zumal die Hersteller, muss man ja auch ehrlich sagen, bei weitem nicht auf dem Baum schlafen. Da sitzen viele schlaue Ingenieure und rechnen und machen und tun. Nur du veranstaltest mit dem Motor jetzt ja was ganz anderes, wie die Ingenieure den Zylinderkopf mal konzeptioniert haben. Ne? Ja, ja. Und das muss man dann versuchen anzupassen. Weil ich glaube wirklich, wir haben uns, das größte Problem war die fehlende Quetschkante. Dass dadurch komplett die Spontanität, die Durchbrennung von dem Kraftstoff so in diesem mittleren Bereich, wo jetzt nicht 8000 Umdrehungen und 2 bar sind, sondern ich sag jetzt mal 5000 Umdrehungen, Teillast 0,8 bar aus der Kurve raus, wo einfach hier noch nicht Rambazamba im Brennraum los ist, aber halt einfach nicht die Expansion und Durchbrennung wie mit der Quetschkante ist. Also du sagtest ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr so genau auf dem Schirm, dass wir die ja auch mal auf der Fließbank hatten vor langer Zeit und gemessen haben. Ich würde es schon spannend finden, wenn man noch einmal, ich würde gerne dann nochmal neu messen. Ich habe quasi die Fließbank einmal komplett überholt mit neuer Elektronik. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie neuer Prüfstand. Also die ist zwar wieder kalibriert, aber ich würde es gerne noch einmal, wir haben einen Serienkopf, mit dem messen, mit dem neuen Computer, dann können wir ja mal gucken, was de facto mit Ansaugsystem, ne? Also mal mit dem Teil. Das heißt, ich bringe auf jeden Fall nochmal Serienbrücke und nochmal die gedruckte Brücke, die ich auch zwischendurch gefahren bin. Da hatten wir zwar so Probleme mit Undichtigkeit, aber die war gefühlt, die hatte viel Volumen, die war auch gut, also das hat schon funktioniert. Und dann können wir nochmal gucken, wo was geht. Und dann würde ich gerne, also ich habe halt ein paar Ideen, auch was den Kanal angeht und so, dann würde ich ganz gerne noch so ein paar Sachen einfach ausprobieren. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass das gut wird. Ja. Also ich weiß aus Erfahrung, dass wenn ein Motor mit einem kleinen Turbolader, klein war der ja nicht, aber der war schon wirklich, das war so K03, K04, 1.8T-Niveau, also mehr Richtung K04 schon. Das, was jetzt draufkommt, ist wirklich ganz andere Technik, ein richtig geiles Gehäuse mit richtig Flow,
die passende frische Turbine und. Das nicht jetzt so groß. Nein, ich muss sondern nicht. Sondern nur in, also wir reden so von einem 500 PS Lader. Nee, ich muss schmunzeln, weil das ja dann schon wirklich ausgereifte, verfeinerte Technik ist. Und das hier einfach ein Aluklotze. Ja, und auch der Winkelversatz da einfach. Ja, krass. Naja, krass, aber da sieht man den Unterschied zwischen Vollprofi und Erfahrung und mir, der halt ein paar Teile meiner Hand gehabt hat, weil das ist mir auf den ersten Blick auch nicht so aufgefallen. Ja, und das so, tut halt weh, ne? Wenn diese, man das diese, sieht und da so, weißt du, man denkt sich weh. Eher, boah, geil, alles gleichmäßig, schöne Frässpuren und so weiter, ne? Und ihr denkt aber gar nicht so dran, dass dieser Bauch, wo jetzt gerade so das Öl drin steht, so katastrophal ist, ne? Liegt aber, glaube ich, daran, dass es sowohl die Originalbrücke als auch die gedruckte Brücke auch hat. Mhm. So. Und das heißt, da würdest du definitiv sagen, lieber weniger Querschnitt, dafür aber eine geile Führung, als... Das sind... Also ich habe schon Sachen gemessen und dann gehen da plötzlich 30% Durchflussflöten. Mhm. Wo du denkst, ey, der Querschnitt ist eigentlich da. Und dann füllt man an einer Stelle ein bisschen was auf und wundert sich, wie ist das möglich? Und das unten finde ich schon alleine katastrophal, wie der hier so völlig platt mit dem scharfen Winkel plötzlich abknickt. Dann wiederum, ja hier die Kante auch dann, das ist der gemachte Kopf. Wir kommen dann ja hier waagerecht rein. Du hast also hier erstmal die Prallkante auf die waagerechte Fläche und von hier hast du wieder den Winkel vom Kanal, der nach unten knickt. Also das heißt, die Luft kommt so, muss so und muss dann wieder so. Genau, Katastrophe. Ja, Katastrophe. Weil ich hatte kurzzeitig die Überlegung, ob ich, damit ich generell schneller einmal tauschen kann, mir einen Spacer mache von kleiner Brücke auf große Brücke, also vom kleinen Kopf auf große Brücke. Das macht es ja noch schlimmer dann. Ja. Das ist ja dann, weil dann gehe ich ja so und wieder so, ne? Kann man die vom Winkel her? Die hat ja so einen dicken Flansch, ne? Oder also, ob man da einfach mal vorher fräst und hier schon mal ein paar Millimeter, weißt du, dass du versuchst, das hier wegzukriegen. Dass du hier einen Winkel, dran fräst. Vom Platz her ist das Auto, hat Platz. Und sonst wird Platz gemacht. Da müssen wir einfach mal ein bisschen brainstormen. Ja, experimentieren. Okay. Ja, noch irgendwas, was du zeigen willst? Ne, können wir auch in den nächsten Videos machen, ne? Was ja alles so noch so in der Zwischenzeit geht. Ja, also ich glaube, dass wir viele spannende Sachen da haben. Die man teilweise leider nicht zeigen darf, wie es halt im Rennsport, wir schon gelernt haben, manchmal so ist. Das ist so. Ein paar Sachen habe ich abgeklärt, die durften liegen bleiben, wo ich dann auch sage, das ist echt spannend. Würde mich freuen, wenn wir das zeigen können. Ein paar lustige Sachen. Das Spektrum ist mittlerweile echt gigantisch groß. Ja, komm, ja, laufen wir jetzt einmal kurz durch. Dann machen wir eine Kurzfassung jetzt hier. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir kommen, weißt du, ist ja wieder alles anders, ne? Ja, dann sind die Sachen nicht da, ne? Die Leute sind froh, wenn wir es dann endlich mal verschicken können, ne? So, das. Also hier ist schön, dass in weiser Voraussicht hier mein Lambo-Motor schon weitermacht. Ja. 5-Zylinder oder ist das... 5-Zylinder. Ist 5-Zylinder, ja, okay, ist kein 10-Zylinder. Ja, der Zepa ist das, ne, glaube ich. Aber hier sieht man halt auch mal ganz anders gegenüber einem VR, was dieser Kopf am krassen Brennraum drin hat. Ne? Also wie viel Volumen das auch kugelmäßig einfach ist. Und alleine die Bereiche, wie das da so rausströmt an der Wandbank. Ja, und du siehst jetzt hier auch beim Ringeschneiden zum Beispiel, wie sehr man diese Brennraumwand dann nutzen kann, um die Strömung einfach noch zu leiten. Ne? Das heißt, du meinst, wie hier der Schnitt weiter nach oben geht auf beiden Seiten. Genau. Hier ist man jetzt wiederum bei der Bohrung begrenzt. Mhm. Also ich kann ja auf der CNC jeden Winkel komplett frei gestalten. Hier ist einfach das Problem, dass man natürlich irgendwann über die Bohrungsgrenze, Kopfdichtungsgrenze hinaus. Mhm. Sonst versuche ich natürlich auch so eine Außenkorrektur. Niemals jetzt mit, also Sitzring 45, 30, wie auch immer, 90 Grad. Und ich versuche, den natürlich schon aufzuklappen, dass man auf einen 85, 70, 76 oder sowas kommt. Aber ist halt viel effizienter, so ein Ding. Ne? Das ist ja auch immer so ein Paradebeispiel, wie auch wenn man bei Porsche mal guckt, so ein klassischer BMW S14. Ah, das ist ein S14? Das ist ein S14. So. Krass. Der besagte Kopf, wenn der kaputt wäre, würde es sich auf jeden Fall lohnen, den. Da ist, da hätte ich jetzt, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, im Moment fast 10 Stück hier an den Dingern. Vergleich mal die Kanäle so mit dem Arbeitkopf, ne? Dafür, dass es eigentlich auch ein Vierzylinder ist. Warte mal, ich kann der ist ja mal gefühlt doppelt so groß. Das ist aber auch noch nicht, es gibt von den Dingern ja auch einen DTM-Stand von damals. Also du guckst hier in die Auslassseite rein, ne? Ja. Also das ist ja einfach völlig, völlig verrückt. So, und da gibt es noch einen DTM-Stand von... Volumenmäßig nimmt sich das nicht so viel, ne? Oder? Nee, der ist sehr, sehr, sehr auslasslastig, der Kopf vom krass, Berg, ne? Aus. Beim Sauger. Und die sind, das ist ja genauso wie, wenn du dir jetzt
Mercedes und M102, so ein 2.3er 16 V-Evo anguckst, die sind ja damals ähnlich ausgelegt gewesen. Das heißt, der ist auch relativ konstant vom Querschnittsverlauf im Einlass, geht hier hinten dann auf und das funktioniert halt brutal gut. Ne? Ja, das ist halt, das finde ich immer super spannend. Das ist so schön handlich. Sieht wie Abarth aus, wie ein Zylinder. Davon. Genau, wie einer von denen. Das sind die, ich glaube, im Aprilia gibt es die. Jetzt muss ich überlegen, ob man hier Firmennamen nennen darf. Machen wir für einen Kunden recht viele, die wohl sehr, sehr, sehr leistungsstark laufen danach. Das sind 300 Kubik Motorroller Vespa, ich glaube GTS 300 heißen die. Laufen irrsinnig gut und ist halt von den Dimensionen eher so das Kleinste, was wir haben. Ne? Was hat sowas an Leistung denn? Oh, da müsste ich ihn echt fragen. Ich weiß, dass die mit ganz vielen verschiedenen, die haben die zwischenzeitlich aber auch mal aufgeladen. Ich habe für ihn auch mal eine Version gemacht, weil das für uns einfach spannend war. Hier hängt eigentlich zu wenig Ventilquerschnitt drunter. Mhm. Also hier gehören eigentlich für den Kanalquerschnitt und was hier so vorhängt, sind die Ventile zu klein. Und ich weiß, dass die gerade ganz emsig dabei sind zu messen. Da habe ich dann Ventile für angefertigt. Einfach nur für einen einzelnen Motor mit Heatringen. Das ist ein richtig verrückter Kopf gewesen. Das heißt, Ventile angefertigt, geguckt, was es so gibt und kleiner geschliffen, genau, kürzer geschliffen. Genau, gekürzt, Nuten gestochen was? Und so, was ich normalerweise... Ja, was es ist zu viel Aufwand, aber ich sag mal, bei zwei Einlässen, zwei Auslässen... Aber, ja, ich sag mal so 50, 60 PS oder so, muss ja bei 300 Kubik dabei rauskommen. Ja, ich glaube, so viel machen die nicht. Aber da möchte ich jetzt auch wirklich nichts Falsches sagen. Ja, das wird jetzt hier. Das ist der, das muss ich überlegen, doch dürfte man zeigen und drüber sprechen. Aber das Portfolio ist immer noch krass, ne? Also er macht ja wirklich alles querbeet. Und hinten? Wofür sind die Nummern hier? Ist das für Ventile? Nee, das ist die Wunschliste. Also hier kannst du die. Steffen steckt immer fleißig Prioritäten und ich weiß dann ganz genau, alles klar. Lieferzeit, weil ich habe die Lieferzeiten nicht im Blick. Ja, ja. Und das sortiert Steffen mir immer ganz, ganz nett vor. Das ist dieser Opel-Kopf, der 1600er, von dem ich gesprochen habe vorhin. Das heißt, ein C-Z16 macht jetzt für einen Kunden, muss ich überlegen, inwiefern ich das umschreibe, nicht aus Deutschland, macht schon sehr, sehr viel Leistung auf Basis eines originalen Kopfes. Und da sind wir jetzt so ein bisschen involviert, weil sie uns gefragt haben, ob da noch ein bisschen mehr geht. Aber wir reden von Prüfstand. Ich glaube, das ist ein sehr positiver Prüfstand, aber der hat gemessene 237 PS aus 1600 Kubik. Sauger, wohlgemerkt. Und das jetzt nicht bei 10.000 Umdrehungen. Ich müsste nochmal aufs Diagramm gucken. Also wirklich beeindruckend viel. Ich habe dann den eigentlichen Rennkopf, der ich sag mal, gemessen wurde, den auf der Fließbank gehabt, mit der ganzen Peripherie ausgemessen, was erstmal Ist-Zustand ist. Und dann gab es von Opel ab Werk verschiedene, also Corsa GSI, aus Astra, was auch immer, welche Generation das war. Es gibt passend für den Motor quasi drei verschiedene Serienköpfe mit verschiedenen Kanalformen. Mhm. Die habe ich dann alle Serienköpfe auch auf der Fließbank gegeneinander gemessen, habe die alle eindigitalisiert, alle im CAD mir angeguckt, wo ich der Meinung bin, Kanal, Winkel, Verlauf hat am meisten Potenzial. Mhm. Und dann ist es letzten Endes, ich sag mal, diese Gussform geworden. Und auf der Basis bauen wir jetzt quasi nochmal was ganz Neues auf mit Honda-Ventilen, weil es da für diesen Motor gibt es keine Ventile. Da kommen also Ventile, die eigentlich für Honda gedacht sind. Also B16, 18, B16-Ventile so ja. kommen da rein, weil da ist auch definitiv Ventilquerschnitt das Problem. Und hier geht es dann wirklich so weit, das hatte ich glaube ich vorhin mal gesagt, dass der auch gar keinen 45 Grad Ventilsitzwinkel später mehr hat, sondern über 50 Grad Sitzwinkel bekommt. Also da sind auch alle Ventile geändert worden auf über 50 Grad Sitzwinkel und so. In welche Richtung sind die 50 Grad denn? Also das sind ja, sagen wir, die 45 Grad, der wird dann noch flacher. Der Nee, du setzt steiler. Also so, der steiler. Wird eher so, dass genau. es richtig durch kann. Genau, du stellst ihn steiler. Mhm. Das heißt, würde auch noch mehr gehen? Also aus meiner Sicht wird das ziemlich selten gemacht. Die Amerikaner sind da sehr mutig immer. Auch diese ganzen Drag Racing Pro Stock Motoren, die haben alle 50, 51, 52 Grad. Ich müsste es mal messen. Also der Unterschied Verschleiß geht gefühlt durch die Decke. Naja. Sobald du 50 Grad überschreitest,
das ist nichts, was du auf der Straße fahren kannst. Aber es ist halt ein reiner Wettbewerbs-Kurzstreckenmotor. Ja. Klar, weil wenn man sich überlegt, 45 Grad, das Ventil geht zu, das ist ja auch so der typische Winkel, wo es schön reinfällt. Genau. So, und je flacher es so wird, gefühlt dichtet es ja dann mehr nach außen ab, der Druck als eigentlich genau. in die Federrichtung. Ne? Ja. Aber dafür wird natürlich der Flow, weil es halt gerade durchgeht, idealerweise gar nichts drin, natürlich am besten. Ja, du hast halt bei vielen, es gibt ja auch Köpfe, wo wir die Ventilsitze, ich sag jetzt mal, wo die ganze Geometrie später asymmetrisch ist, weil der Kanal so steil in den Sitzring fällt, dass du quasi in jetzt nicht mit 70 Grad, mit 90 Grad, also man schneidet die Winkel und irgendwann bist du im 90 Grad zylindrisch, geht halt bei manchen Köpfen gar nicht. Da endest du eher bei 70 Grad, weil der Kanal so steil reinfällt. Und das bedeutet aber dann, trotz modernster CNC-Technik musst du trotzdem den kurzen Radius innen komplett per Hand noch wieder einrunden. Das hier wird auch so ein Fall. Per Hand heißt dann wirklich per Hand mit Schleifer? Per Hand eiskalt mit Schleifer, Fräser, Vorarbeiten und... Einmal abrutschen, zwei Wochen Arbeit machen. Ja, genau. Ja. Krass. Und 237 PS, das heißt, das soll eher sogar noch mehr werden? Hoffentlich. Das ist ja, mit wem man so spricht, je nach Leistungsprüfstand 237 ist natürlich schon wirklich eine Ansage. Ja, vor allem für 1,6 Liter. Genau, ne? Das ist wirklich eine Ansage und... Ich könnte mir vorstellen, dass es auf einem anderen Prüfstand deutlich weniger ist. Zumal ich habe den auf der Fließbank gehabt und die Luftmenge, die ich gemessen habe, das Potenzial des Kopfes ist eigentlich nicht für 237 PS. So, aber da ist noch mehr Potenzial drin. Aber das ist auf jeden Fall auch so was Spannendes, was echt Spaß macht. Ne? Ja, ihr merkt, es wird nicht langweilig hier. Köpfe gibt es nach wie vor jede Menge zu fräsen. Ich bin gespannt, was Marius Kopf können wir hier so mitnehmen. Das ist ja. Wobei, nee, müssen ja die Ventile, wolltest du noch einmal sauber machen, ne? Ja, können wir Ventile einmal nachschleifen und ready. Dann können wir den Motor nämlich, da geht es dann mit Block weiter. Der ist nämlich logischerweise auch hin bei dem Schadensbild. Und Arbeitmotor geht auch weiter. Und ja, ein bisschen alte Technik hier wieder. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ihr könnt euch für weitere Videos freuen. Ciao.